Meine Damen und Herren, was tun Sie mit einer leeren Milchtüte wie dieser hier? Was tun Sie mit leeren Rahm-, Eistee- oder Orangensaftverpackungen? Ja, Sie schmeißen sie in den Müll. Eine andere Möglichkeit haben Sie ja gar nicht. Obwohl es immer wieder heißt, unser Land sei vorbildlich im Rezyklieren. Doch bei beschichteten Getränkekartons ist die Recyclingquote gleich null. Die anderen europäischen Länder sind viel fleißiger. In Luxemburg werden gar 98% der Getränkekartons wieder eingesammelt. Jetzt soll die Schweiz nachziehen, wie die Hersteller gegenüber 10 vor 10 versichern. Sehen Sie den Beitrag von André Franziskus. Tonnenweise werden sie herangekarrt, die leeren und gepressten Getränkekartons. Statt in der Kehrichtverbrennung landen die Verpackungen in Fabriken mit moderner Wiederaufbereitungstechnologie. In der Schweiz bisher aber nur zu Testzwecken. Nach einem aufwendigen Prozess verlassen die Verpackungen die Fabrik wieder als braune Kartons. Aus diesem Test soll nächstes Jahr eine definitive Lösung werden. Dafür spannen die Hersteller solcher Verpackungen zusammen. Sie, die sonst Konkurrenten sind. Wir sind in der Schweiz eine Insel. Es gibt kein Getränkekartonrecycling, weil es keine Vorschrift gibt vom Gesetzgeber diesbezüglich, während alle anderen Gebinde gewisse Rücklaufquoten erfüllen müssen. Es ist höchste Eisenbahn, dass in der Schweiz etwas passiert, dass man das Recycling einführt. Konsumenten wollen das Recycling. Wir haben eine Umfrage gemacht. Da haben über 80% der befragten Personen gesagt, sie möchten unbedingt die Packungen zurückbringen. 700 Millionen Getränkekartons werden in der Schweiz jährlich verkauft. Jeder Haushalt verbraucht pro Tag einen Artikel, der so verpackt ist. Die Verpackungshersteller machen nun Druck auf die Großverteiler Migros und Coop. Diese sollen ihre Sammelstellen erweitern. So. Ohne Grossverteiler wird es sehr schwierig. Wir brauchen die Grossverteiler. Wenn das nicht würde funktionieren, wird es entsprechend schwerer. Man müsste in den Gemeinden, in den Ökihöfen sammeln. Und das würde das Ganze relativ stark verteuern. Migros und Coop wollten vor der Kamera nicht Stellung beziehen. Sie besprechen ihre gemeinsame Strategie in der Interessengemeinschaft Detailhandel. Die IG Detailhandel Schweiz ist im Moment an einer Studie dran, die das gesamte Recycling-System anschaut. Alle Fragen von der Ökologie bei allen Werkstoffen oder Fragen von den Kosten, aber auch die Akzeptanz bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Die Studie wird Ende Jahr vorliegen und wird Basis sein für weitere Diskussionen über die Zukunft des Recycling in der Schweiz. Aus Sicht der Großverteiler gibt es einige Pro- und Kontra-Argumente. Das zusätzliche Recycling ist einerseits kundenfreundlich, stellt das ökologische Handeln unter Beweis und sorgt damit für einen Imagegewinn. Auf der anderen Seite ist der Aufwand groß, die Ladeneingänge werden durch weitere Boxen verschandelt und es entstehen Kosten. Am Ende des Tages müsste es wahrscheinlich der Konsument finanzieren, aber wir reden hier von sehr kleinen Beträgen, von 1 bis 2 Rappen pro Packung. Und wenn man es dann genau anschaut, was man auf der anderen Seite im Güsselsack spart, dann ist es sogar ein gutes Geschäft für den Konsumenten. Das Getränkekartonrecycling wird auch vom Bund begrüßt, mit einem klaren Fingerzeig an die Grossverteiler. Wir sind überzeugt, dass es eine ganz gute Sache ist. Die Ökobilanz zeigt, dass es sich lohnen würde, die Getränkeverpackungen wieder zu rezyklieren. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist natürlich, dass irgendjemand bereit ist, die Rückwärtslogistik zu betreiben. Und da sind wir überzeugt, dass eigentlich der Detailhandel Schweiz die beste Lösung wäre. Bund und Hersteller wollen also vorwärts machen, denn sie möchten mit dem neuen Recycling im Verlaufe des nächsten Jahres beginnen.